Zum siebten Male verwandelte sich das Domviertel in eine prächtige mittelalterliche Metropole. Auf mehreren Schauplätzen rund um den historischen Stadtkern konnten die Besucher wiederum ein umfangreiches Programm genießen. Ob es allerdings eine achte Auflage geben wird, steht noch in den Sternen. Das Fest begann am Freitag mit der nachgeholten Telemannnacht, die wegen des Sturmtiefs Paul seinerzeit abgesagt werden musste. Aber auch das Programm des eigentlichen Festes war umfangreicher als je zuvor. Einer der Höhepunkte war eine Akrobatikshow auf der großen Festwiese. Dazu kamen extra Künstler aus Österreich vom Zirkus Mehr. Musikalisch begleiteten unter anderem die Magdeburger Band Sagax Furor und die Gruppe Bergvolk aus dem Harz das Festprogramm. Auch für die kleinen Mittelalterfans wurde genügend geboten. Die Kleinen konnten sich zum Beispiel zu Rittern ausbilden lassen. Natürlich war auch die Zeit Otto von Guericke's ein Thema. So wurde zum Beispiel der Halbkugelversuch vorgeführt. Bevor die Pferde angespannt wurden, durften sich erstmal Kinder an einer kleineren Kugel versuchen. Vergeblich, bis das kleine Ventil geöffnet wurde. Los! Und ziehen! Ziehen! Ah, das wird nichts. Wir müssen uns da mal einen jungen Mann noch damit dazu nehmen. Noch ein paar Erwachsene. Also, pass auf. Also los. Auf die Plätze, fertig, los. Und zieht, zieht, zieht. Halt, 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 halt. Es gab tollkühne Ritter, wagemutige Feuerakrobaten und lustige Gaukler zu erleben. Insgesamt wirkten vor und hinter den Kulissen fast 600 Teilnehmer mit, was wiederum von tausenden Besuchern honoriert wurde. Sie alle hoffen, dass das Fest erhalten bleibt. Das Interessenbekundungsverfahren, das von der Stadt eingeleitet wurde, ist beendet. Wie viele Bewerber es gibt, hat die Stadt noch nicht verraten. Ich esse gern Würstchen, Kraut und Brot oder Rüben in der Not. Doch meiner Braut ist eine Leib, bei ihr gibt es nur Hirsebrei. Wäre Hirsebrei mit Salz, Kräutern, Ingwer oder Schmalz. Doch nicht mal Zwiebeln sind dabei an ihrem faden Hirsebrei. Thorsten Fraß, der bisherige Organisator, hofft, dass bald eine Entscheidung getroffen wird, damit das nächste Fest, so es eines geben wird, langfristig vorbereitet werden kann. Tauchen Sie mit uns noch ein paar Minuten in das Festgeschehen ein. Mal die Arme spreizen und sich mal ganz schnell drehen. Handflächen so gerade. So, merkt er was? Ja. Was? Mir wird schlecht. Ja, das kommt natürlich von dem vielen Bier, das er getrunken hat. Da ist auch Luft drin gewesen. Mhm. Ach so. Nochmal drehen. Ein bisschen schneller. Merkt er einen Widerstand? Ja. Da kann man mal sehen, das ist also die Luft, die uns umgibt. Und wenn er jetzt gleich umfällt, dann holen wir ein Tuch und wählen ihm dann wieder Luft zu und dann merkt er das auch.
Und das machen Sie dann mit der Kugel? Nein, natürlich nicht. Ich will beweisen, dass die Luft, die uns umgibt, eben eine Kraft hat, die diese beiden Kugelhälften zusammenhält. Da ist also kein Kobold drin, nein, sondern da drin ist ein luftleerer Raum, sagt man dazu. Aha. Wir haben also Luft evakuiert.